Das ändert alles. Gestern wurde die erste First-Person-Mod für Ghost Recon Breakpoint veröffentlicht. Und es ist sowas von geil. Das macht aus Breakpoint einfach wieder ein komplett anderes Spiel. Es ist so geil, ich bin sowas von gehypt. Einfach geil. Bevor ich gleich dazu komme, wie du die Mod genau installieren und aktivieren kannst, noch ein kleiner Hinweis. Nur ca. 10% von euch haben meinen Kanal abonniert. Wenn dir mein Content gefällt, denk bitte dran, meinen Kanal zu abonnieren, denn damit kannst du mir wirklich viel helfen. Vielen Dank dafür. Damit die Mod funktioniert, benötigst du zuerst einmal die Cheat Engine. Deshalb gehst du einfach auf cheatengine.org und lädst die hier über den großen grünen Button herunter. Wenn sie runtergeladen ist, kannst du sie auch direkt installieren. Einmal auf OK. Einmal weiter und dann darauf achten, wenn du den McAfee Web Advisor nicht willst, hier einmal ablehnen und schon wird sie installiert. Fertigstellen und dann sollte sie auch direkt starten. Tutorial brauchen wir nicht, dieses Fenster brauchen wir auch nicht. Erstmal fertig. Dann gehst du auf Nexus Mods und lädst die First Person View Mod für Ghost Recon Breakpoint herunter. In der runtergeladenen Datei befindet sich ein Ordner GRB First Person und in diesem befinden sich zwei Dateien. Die README-Datei brauchst du jetzt nicht, da ist nur eine Anleitung drin, wie du das Ding installieren kannst. Wir benötigen nur die grb-firstperson.ct. Die lädst du einfach in einen Ordner deiner Wahl herunter. Bei mir ist das hier C Cheat Engine Mods. Dann kannst du das hier schließen. Das hier kannst du auch schließen, brauchst du nicht mehr. Und dann startest du Ghost Recon Breakpoint. Ich habe das hier schon gemacht, aber wenn du es machst, einfach starten und dann wieder den Task wechseln mit Alt-Tab zur Cheat Engine. In der Cheat Engine selbst klickst du oben links auf dieses Icon und wählst hier den Ghost Recon Breakpoint Prozess aus und klickst auf Open. Anschließend wählst du hier das Ordnersymbol und wählst die eben heruntergeladene Datei aus. Dann erscheinen hier unten in diesem Fenster ein paar Punkte. Du klickst einfach neben First Person in das Kästchen und wechselst wieder zurück zu Ghost Recon Breakpoint. Falls du in der Third-Person-Ansicht sein solltest, wenn du das Spiel startest, drück einfach STRG, SHIFT und 0. Damit aktivierst du die First-Person-Ansicht. Sieht am Anfang vielleicht ein bisschen komisch aus, ein bisschen unspielbar, aber um das zu fixen, einfach einmal durch das Zielfernrohr schauen. Und schon ist die First-Person-Ansicht gefixt, denn so ist der Kopf ausgeblendet tatsächlich. Können wir hier mit der Drohne schön sehen. Haben wir keinen Kopf mehr, nichts mehr, das die Kamera behindert. Du kannst auch jederzeit zurück zur Third-Person-Ansicht wechseln, allerdings hast du dann halt keinen Kopf. Ja, und so kannst du hier Breakpoint in der First-Person-Ansicht spielen und es ist so geil. Steuerung ganz normal, wie in der Third-Person-Ansicht auch. Alles mega geil. Zwei Dinge habe ich noch vergessen zu erwähnen, und zwar zum einen funktioniert das Ganze nur mit der DirectX-Variante von Ghost Recon Breakpoint, also nicht mit der Vulkan-Variante. Und zum anderen kannst du auch das Field of View kannst du einstellen, und zwar mit den Plus- und Minus-Tasten auf dem Ziffernblock. Also Numpad Plus und Minus kannst du das Field of View einstellen. Hat vielleicht hier und da noch ein paar Bugs, zum Beispiel respawnt der Kopf immer, wenn du in einem Biwak warst. Aber wie du das behebst, das weißt du ja jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der First-Person-Mod für Ghost Recon Breakpoint. Und ich hoffe, du hast mir ein Abo dagelassen. Und wir sehen uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.